Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gespannt war ich sehr auf die Rede des Ministerpräsidenten, da wir uns ja erhofft hatten, heute Neues zu erfahren. Und lieber Herr Ministerpräsident, wir haben nichts, aber auch nichts Neues erfahren, was das Ruhrgebiet nach vorne bringen soll. Und ich bin auch relativ sicher, warum Sie das Instrument der Unterrichtung gewählt haben. Weil Sie nicht in der Lage waren, eine gemeinsame Erklärung der Landesregierung vorzulegen. Sie haben keine Vorschläge gemacht, was die Landesregierung tun will, um im Ruhrgebiet voranzukommen. Sie haben nicht beschrieben, was Ihre Floskeln im Konkreten sein sollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre Rede war eine einzige Enttäuschung für dieses Parlament und auch für die Menschen, die im Ruhrgebiet leben. Und ich will Ihnen auch ganz klar sagen, weil eben Herr Löttgen schon vorgeworfen hat, dass man nicht von Anfang an ein Scheitern prognostizieren darf. Es darf gar kein Scheitern geben. Die Menschen im Ruhrgebiet und auch in ganz Nordrhein-Westfalen können nicht scheitern. Was wir tun können, ist, ihnen das Leben schwerer zu machen und da Ballast hinzuwerfen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Dieser Ministerpräsident und diese Landesregierung muss klar aufzeigen, wo der Weg hingeht und nicht mit Floskeln hier sich 12 Minuten lang vor dem Parlament blamieren. Das ist eine Blamage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch, weil der Minister Holthoff-Pförtner ja da auch zuständig ist, sagen, es war ein schlechter Start. Wir haben bis heute nicht nur keine konkreten Vorschläge bekommen, sondern das, was ich bisher vernommen habe, ist, man hat sich mal mit dem Initiativkreis zusammengesetzt und ist dabei übereingekommen, dass man einen Minister nimmt und einen aus der Zivilgesellschaft, der sich darum kümmert. In allen Ehren, der Initiativkreis vertritt 70 Unternehmen im Ruhrgebiet. Wir haben aber insgesamt 255.000 Unternehmen. Und mit denen muss gesprochen werden, Herr Ministerpräsident, und nicht mit einem ausgewählten Kreis von dekorierten Menschen. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, was die Struktur anbetrifft. Die 5 Millionen Menschen, die in der Ruhrregion leben, haben demokratisch verfasste Parlamente und auch eine Klammer mit dem Regionalverband Ruhr. Und es ist Ihr... Was erzählst du denn? Und Herr Ministerpräsident, ich gehe davon aus, dass Sie selbstverständlich auf diese Parlamente zugehen, auf die vielen klugen Köpfe im Ruhrgebiet und dass wir gemeinsam eine Struktur entwickeln, die uns nach vorne bringt. Denn das haben wir von der IBA-Emscher-Park gelernt. Nur mit einer konkreten Beteiligung der klugen und fleißigen Menschen im Ruhrgebiet kann überhaupt etwas entstehen und nicht von oben aufgepropft. Das ist der völlig falsche Weg. Und meine Damen und Herren, eins will ich Ihnen sehr klar sagen. Wir reden heute sehr wohl über Geld. Denn ohne einen konkreten Entschuldungsfonds, der die kommunalen Haushalte im Ruhrgebiet von den Kassenkrediten und auch im Bergischen Dreieck und auch die anderen Kommunen, die davon betroffen sind, nicht entlastet, sind alle anderen Projekte Maskerade und führen ins Nebel und führen nicht dazu, dass die Kommunen im Ruhrgebiet handlungsfähig sind. Das müssen wir sehr konkret heute oder spätestens in diesem Jahr hier entscheiden, sonst wird das nichts mit der Ruhrkonferenz. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben ja eben gesagt, es ist keine Krisenzeit. Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Das Land hat mehr Einnahmen denn je und wir haben auch Einnahmen aus einem Stärkungspakt, der mit 350 Millionen vom Land dotiert ist und mit etlichen zusätzlichen Mitteln. Nehmen Sie dieses Geld, Herr Ministerpräsident, nehmen Sie den Bund bei der Hand, Herr Kollege Kutschaty, und das muss ich Ihnen dann schon auch noch sagen an dieser Stelle, das Verhalten auch der Bundesregierung mit Beteiligung der SPD ist hier alles andere als rühmlich gewesen. Die Sozialausgaben werden weiterhin gehen in die Höhe, die Beteiligung des Bundes ist nicht gekommen und ein Altschuldenfonds, wie es unsere Fraktion im Bundestag seit 8 Jahren im Bundestag immer wieder vorkommt, hat die SPD auch nicht zugestimmt. Da wären wir ein ganzes Stück weiter, wenn wir das früher verabredet hätten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer ganz konkreter Punkt, den Sie ja auch angesprochen haben, Herr Ministerpräsident, ohne irgendwas auszuführen, ist das Thema Mobilität. Ohne das Auto auskommt. Das verbraucht einfach zu viel Platz. Wir brauchen ÖPNV, wir brauchen Strukturen, die das Fahrrad fördern. Und da ist der Radschnellweg Ruhr sicherlich ein guter Ansatz. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch nichts schönreden. Der Radwegeanteil im Ruhrgebiet beträgt nicht einmal
10%. Also in Essen sind es 8%, in den Nachbarstädten sieht es nicht besser aus. Das heißt, dass wir von den 25%, die wir mindestens brauchen, sehr weit entfernt ist. Und das schlage ich Ihnen auch ganz konkret vor. Das hat eine Enquete-Kommission mal in den Jahren 2002 bis 2005 gegeben, die das auch schon mal vorgeschlagen hat. Ja, machen Sie Förderbedingungen an das Ruhrgebiet von regionalen Förderkonzepten abhängig. Zwingen Sie die Kommunen meinetwegen dazu zu sagen, wo ist der Verkehrsnutzen, der überregional da ist und nicht nur von der Außenseite bis zur Innenstadtseite. Das können Sie alles machen. Da haben Sie uns an Ihrer Seite und das führt dazu, dass das, was Sie ja immer auch beschreiben, das Kirchturmdenken eben nicht möglich ist. Das können wir ganz gemeinsam als ganz konkreter Vorschlag miteinander verabreden. Aber setzen Sie nicht weiterhin einseitig auf die Autoförderung. Das führt in die völlig falsche Richtung. Und ein weiterer Punkt, was das Stichwort Solidarität der Menschen im Ruhrgebiet anbetrifft. Da habe ich diese Woche einen Artikel gelesen, der mich ehrlich gesagt wirklich in der Rheinischen Post geärgert hat. Ich will nicht verhehlen, und ich habe als Kommunalpolitiker selber dagegen massiv auch immer mobil gemacht, gegen dass einzelne Ruhrgebietsfürsten aus eigener, weil sie sich selbst irgendwie besser verkaufen wollten, kommunale Bündnisse oder interkommunale Kooperation verhindert haben. Das stimmt. Das ist aber, glaube ich, nach meiner Beobachtung nicht viel anders als in manch anderen Regionen. Was aber anders ist, ist das Projekt Kulturhauptstadt 2010, wo man sehr wohl in der Region zusammengearbeitet hat. Da ist das Projekt IGA 2027 und das mir persönlich das Wichtigste, weil das zeigt, dass es auch wirtschaftlich so ist, ist die Frage Umweltzone Ruhr. Ohne dass einzelne Städte, die in der Mitte wohnen, einen Nutzen davon hatten, hat man sich gemeinsam von unten verabredet, diese Umweltzone zu bilden. Das zeigt, dass das Ruhrgebiet sehr wohl in der Lage ist, auf Egoismen zu verzichten, wenn die Rahmenbedingungen denn stimmen. Und dafür brauchen wir ganz konkrete Vorbereitungen von Land und ein Zugehen auf die Region. Dann funktioniert da auch eine ganze Menge, wenn wir es denn wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein letzter Punkt, zwei letzte Punkte, die Sie konkret beschrieben haben, aber keine Lösung angeboten haben, möchte ich hier noch ansprechen. Wir waren Montag auf einer Reise durch das Ruhrgebiet mit der Kommission für die Würde der Städte. Dort haben wir unter anderem Thomas Kufen, den Oberbürgermeister von Essen, getroffen. Und da ging es um das Thema Integration. Und Herr Kufen hat gesagt, und das fand ich auch beachtlich, dass Essen sehr wohl bereit ist, auch Menschen, die beispielsweise in Dresden oder Leipzig, wobei Leipzig ist das Schlechte, aber Dresden oder Chemnitz, keine Heimat finden, weil sie dort abgelehnt werden, zusätzlich ins Ruhrgebiet zuwandern, dass man die in Essen und im Ruhrgebiet aufnehmen würde. Zur Wahrheit gehört dann aber auch, dass das, was die Kanzlerin uns gesagt hat, ja, wir schaffen das, auch verbunden werden muss, wie schaffen wir das? Wir brauchen eine klare Perspektive, dass der Bund bei den Kosten der Integration einsteht, dass der Bund die Außenpolitik nicht auf dem Rücken der Städte ablässt und dass das Land, und das haben Sie selber auch gesagt, selbstverständlich in den Stadtteilen, wo es am meisten brennt, die meisten Lehrerinnen und Lehrer hinschicken, die meisten Sozialpädagoginnen, da haben Sie uns an Ihrer Seite. Wenn Sie dann auch in die Schulen gehen, wo es dann eben nicht so schlimm ist, und sagen, hier kommen die Leute heute nicht hin, wir brauchen die in Katermark, in Altenessen, in der Gelsenkirchener Nordstadt und so weiter. Das müssen wir dann auch gemeinsam hier entscheiden. Das wäre eine klare Richtungsentscheidung dieser Landesregierung, wenn Sie das denn tun wollen. Letzter Punkt, das Thema Arbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Kutschaty hat das vorhin angesprochen. Es war natürlich ein Fehler, das Thema Produktionsschulen hier zu streichen und die Strukturen im Ruhrgebiet kaputt zu machen. Aber was mir persönlich ganz wichtig ist, heute von dieser Stelle auszusagen, alles neben dem Entschuldungsfonds für die Kommunen im Ruhrgebiet, was wir heute tun, alles, was darüber hinausgeht, muss eine ganz wichtige Überschrift haben. Wir müssen Arbeitsplätze im Ruhrgebiet sichern und ausbauen. Und dazu gehören zwei Säulen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die erste Säule ist, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass wir rund die Hälfte der Arbeitslosen in struktureller Arbeitslosigkeit haben und für die brauchen wir Konzepte des sozialen Arbeitsmarktes. Und deswegen muss das, was im Bund verabredet worden ist, Hand und Fuß bekommen. Ich habe die Befürchtung, dass es nur ein Anschlussprojekt ist für bereits vorhandene Programme. Und Herr Arbeitsminister, da brauchen wir jetzt sehr wohl konkrete Vorschläge, wie es gehen soll. Und der letzte Punkt ist, wir brauchen Initiativen in Arbeit und da haben Sie die dazu führen, dass die an der Uni arbeiten, die in der Region was tun, in der Region bleiben und einen Anhaltspunkt haben, dort was zu machen. Denn das Ruhrgebiet, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich lebe dort seit 45 Jahren, auch wenn ich einen kleinen niedersächsischen Migrationshintergrund habe, wir Menschen im Ruhrgebiet, wir halten nicht alle zusammen oder so, das sind alles
Geschichten. Aber im Ruhrgebiet sind sehr viele kluge Köpfe, die die Ärmel hochkrempeln und für diese Region stehen und da auch arbeiten, egal ob es aus Schalke, Gelsenkirchen oder aus Katernberg kommen. Und das ist aller Mühen wert und das sollte hier heute auch sehr klar erklärt werden. Vielen Dank.